sollst du am besten Geld als Closer verdienen, als Online-Marketer, als E-Commercer, als Amazon-FBA-Händler oder was ist denn überhaupt für dich, wirklich persönlich für dich, zugeschnitten auf deine Situation die beste Möglichkeit, online Geld verdienen, jetzt vor allem auch eine Selbstständigkeit aufzubauen, um endlich finanziell frei zu werden und dein Leben so zu leben, wie du dir das vorstellst. Das werden wir uns heute in diesem Video anschauen und ich verspreche dir das zu 110%, wenn du das Video bis zum Ende anschaust, dann wirst du absolute Klarheit darüber haben, was du in deinem Leben machen möchtest und was für dich die beste Geschäftsmöglichkeit ist. In diesem Sinne, hallo, grüß dich, mein Name ist Bastian, professioneller E-Commercer und Print-on-Demand-Coach, seit Jahren selbstständig in diesem Bereich und guck dir gerne auch als kleiner Disclaimer einfach mal an, was wir bisher gemacht haben, damit du auch vor allem weißt und verstehst, dass ich die absolute Berechtigung habe, mit dir über dieses Thema zu sprechen und nicht einer wie die meisten da draußen, die noch nie wirklich online Geld verdient haben, die noch nie ein Unternehmen aufgebaut haben, die noch nie ein Business aufgebaut haben. Ich bin jetzt seit über fünf Jahren mittlerweile sogar in dem Bereich. Und ja, dementsprechend schau das Video unbedingt bis zum Ende an. Zwei Disclaimer noch. Du findest hier unterhalb des Videos den Zugang zu unserer exklusiven Masterclass. Da kannst du dir eben nicht nur angucken, was sich unsere eigenen Teilnehmer aufgebaut haben, sondern vor allem, wie sie auch das Ganze gemacht haben. Und zweiter Punkt, wenn du von YouTube automatisch in Zukunft mehr von solchen Videos angezeigt bekommen haben möchtest, denn der YouTube-Algorithmus lernt dazu, bedeutet alles zum Thema finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit, E-Commerce, wie kannst du dein eigenes Leben, sag ich mal, so leben, wie du möchtest, dann hier an dieser Stelle einfach kurz den Like-Button drücken, dann bekommst du von YouTube in Zukunft automatisch mehr von diesen Videos angezeigt. So, und jetzt steigen wir auch ins Thema ein, weil ganz ehrlich, Social Media, das heißt YouTube, Instagram, TikTok und so weiter, ist am Ende des Tages Fluch und Segen zugleich. Warum? Einmal Segen, weil du hast Informations-Overflow, du hast im Endeffekt alle Informationen, die wir vor 30 Jahren nicht hatten, hast du heute super leicht zugänglich. Innerhalb von wenigen Klicks findest du alles, oder ich sag mal, alle oberflächlichen Informationen, die du irgendwo brauchst. Bedeutet, was gibt es für Geschäftsmodelle? Das Ding ist, die ganzen Algos lernen, wie gesagt, dazu. Das heißt, hast du dich einmal dafür interessiert, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann ich online Geld verdienen, bekommst du teilweise gerade auf YouTube zig Werbeanzeigen angezeigt, was du doch am besten machen sollst, was es für Möglichkeiten gibt und so weiter. So, und am Ende des Tages kann es halt sein, dass du eigentlich verwirrter bist als vorher, weil du den Wald auf gut Deutsch vor lauter Bäumen nicht siehst. Der eine sagt, du sollst Closer werden, der andere sagt, mach Amazon FBA, der andere sagt, mach China Dropshipping, der andere sagt, wie wir zum Beispiel, mach Print-on-Demand Dropshipping, bau dir eine eigene Marke auf. Aber am Ende des Tages geht es im ersten Schritt nicht ums Geld, sondern im ersten Schritt geht es immer darum, dass du ein erfülltes Leben lebst. Das heißt, das, was du machst, das sollte dir Spaß machen. Denn wenn du dir auch mal unsere ganzen Teilnehmer anschaust, die wirklich zu den erfolgreichsten gehören, da wirst du in jedem Interview hören, die Leute haben sich für eine Nische entschieden, für eine Tätigkeit, für ein Business, wo sie eine Leidenschaft dafür haben, ja, wo sie dafür brennen. Und deswegen ist Arbeiten für sie keine Arbeit mehr, es macht ihnen Spaß und es gibt halt nichts Besseres, als wenn du in deinem Leben ja, mit was Geld verdienst, und zwar eine Menge Geld verdienst, was dir Spaß macht. Das heißt, wir schauen uns jetzt einfach mal die unterschiedlichen Möglichkeiten an und dann kannst du für dich am Ende entscheiden, was ist das Beste für dich. Punkt 1 ist, ja, ich muss schon tief durchatmen, du merkst es, ja, Leute, die dir den Traum versuchen zu verkaufen, du sollst sogenannte Closer werden. Ja. Closer bedeutet, dass du dir dann praktisch Coaches oder Mentoren suchst, wie zum Beispiel auch mich, und dann sollst du für diese mit nur 1 oder 2 oder 3 Stunden am Tag, sollst du Verkaufsgespräche führen und sollst dann irgendwie 15% oder 20% Provision pro Gespräch, pro verkauften Coaching oder Mentoring oder was auch immer bekommen. So. Punkt 1, das ist einfach nicht die Realität, das ist nicht der Alltag, das ist ein Traum, der euch versprochen wird, der in der Realität aber nicht so aussieht. Es macht keinen Sinn für keinen Geschäftsführer, für keinen Unternehmer, für keinen Coach, dir 20% für ein Gespräch zu geben, wenn der Coach die Leute teilweise 6 Monate, 12 Monate, teilweise ein Jahr lang, teilweise über ein Jahr lang betreut, intensiv auf tagtäglicher Basis, also die Rechnung, ist dann einfach absoluter Schwachsinn. So. Zweiter Punkt ist, es wird euch versprochen, dass ihr euch damit eine eigene Selbstständigkeit, eine Unabhängigkeit aufbauen könnt. Aber was ist denn das Problem? Die Leute, die sich auch bei uns bewerben, ja, die sich selbstständig machen wollen, die sich eine finanzielle Freiheit aufbauen wollen, die führen diese Beratungsgespräche meistens am Abend. Warum? Weil sie ja angestellt sind und nur dann Zeit haben. So, wenn du dich jetzt aber rausarbeiten möchtest aus dem Angestelltenverhältnis, Closer werden möchtest, dann sollst du im Endeffekt Gespräche führen zu Zeiten, wo du meistens entweder selber nicht mehr kannst, weil du selber noch irgendwo arbeitest oder wo du vielleicht selber schon platt bist von der Arbeit oder dann mal andere Angestellte dabei hast, die sich für das Beratungsgespräch eingetragen haben, weil sie sich extra freigenommen haben, dann am Nachmittag oder am Vormittag, wo du selber wieder in der Arbeit feststeckst und am Abend teilweise viel zu spät nach Hause kommst, um dann die Termine eben wahrzunehmen, wenn du angestellt bist. Das heißt, es funktioniert allein von der zeitlichen Komponente gar nicht.
Das heißt, wenn du ein Mentor bist wie ich, dann willst du Leute, wenn du mit denen zusammenarbeitest, die halt wirklich den ganzen Tag powern können. Genauso wie wir auch für unsere Teilnehmer und die weiterbringen. Das heißt, Thema Closer, es wird dir meistens ein Traum verkauft, der so halt einfach in der Realität nicht aussieht. Weder der Verdienst, noch dass du es dir nebenbei aufbauen kannst. Und vor allem das Dritte ist, das ist auch ganz, ganz wichtig, selbst wenn du eine Vertriebstätigkeit machen möchtest, dann soll es dir Spaß machen. Das heißt, wenn du vom Typ her eher introvertiert bist, dann eignet sich für dich wahrscheinlich eher was wie E-Commerce oder wie Online-Marketing. Warum? Da schaltest du Werbeanzeigen, du machst dein Ding, die Werbeanzeigen laufen für dich durch und du machst 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Gewinn, ohne dass du irgendwas aktiv mit Menschen machen musst. Du musst keine Menschen hinterherrennen, du musst keine Menschen hinterher telefonieren und so weiter. Das heißt, Vertrieb generell ist natürlich auch ein Persönlichkeitsding. Und die meisten Leute haben halt einfach keine Lust, anderen Menschen irgendwas zu verkaufen, wo sie ein schlechtes Gefühl dabei haben. 99% der meisten Sachen da draußen sind halt einfach unseriös. Und dann bist du schon innerlich unterbewusst blockiert. Und die meisten wissen das ja auch. So, das ist das Thema Closing. Dann, wenn du sagst, okay, was ja auch viele versuchen zu erklären, ja, du kannst heutzutage Coach werden, ohne dass du irgendwie ein großes Wissen hast. Ja, und das ist halt die nächste Verarsche da draußen. Die meisten versuchen dir zu sagen, ja, wenn du nur einen einzigen Schritt weiter bist als die anderen, dann kannst du einen Haufen Geld verlangen, kannst 4-stellige Beträge für ein Coaching verlangen und es wäre gerechtfertigt. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Beispiel, du hast Übergewicht, keine Ahnung, Mann, Frau, wiegst 100 Kilo und sagst, ich will richtig durchtrainiert sein bis zum Sommer und ich will dann, keine Ahnung, auf 60 Kilo, 65 Kilo, was auch immer kommen. Dann bringt es doch nichts, wenn du zu einem Coaching kommst, der dich weiterbringen kann in dem Sinn, dass er sagt, hey, ich kann dir beibringen, wie du 3 Kilo abnimmst. Er ist doch nicht dein Ziel, weil wenn du diesen kleinen Zwischenstep erreicht hast, dann willst du nicht wieder irgendeinen neuen Coach suchen, wieder neu investieren, wieder bei Null anfangen, sondern du willst doch wirklich einen haben, der dich von A komplett bis zu B bringt und nicht in 1000 Teilschritten. Zweiter Punkt ist, wenn dir irgendwie versucht wird zu verkaufen, sage ich mal, ja, du kannst mit ein bisschen 0815 wissen, solche Beträge von Menschen zu verlangen, ist halt absoluter Schwachsinn. Das heißt, wenn du nicht mindestens mal 100, 200, 300, 400, 500 Menschen effektiv, effizient, vor allem nachweislich weitergeholfen hast, wie wir das auch in der Masterclass machen, wo wir die ganzen Erfolgsinterviews haben, Schwarz-auf-Weiß-Nachweise, Presseartikel und so weiter, dann ist es einfach Schwachsinn und wieder eine Verarsche oder ein Versuch, Menschen zu verarschen, um ihnen im Endeffekt wieder irgendein Programm zu verkaufen. Wenn du aber sagst, ich bin seit Jahren in dem Business drin, ich bin absoluter Experte, ich bin Profi, ich kann die Leute überall dahin bringen, wo sie hin möchten und nicht nur irgendwelche Baby-Steps, wo sich jeder irgendwie eine Anleitung selber raussuchen kann, dann kannst du das machen. Wenn das dein Traumbusiness ist, wenn es dein Talent ist, wenn es deine Profession, sage ich mal, ist, dann macht das, dann macht Sinn. Wenn du aber kein nachweisliches Wissen hast, wenn du kein Profi bist, wenn du nicht etliche Menschen nachweislich weitergeholfen hast, lass es. Alles andere ist Verarsche. So, dann gibt es natürlich den weiten Bereich E-Commerce. Ja, das ist auch der Bereich, wo wir unterwegs sind. E-Commerce hat den riesengroßen Vorteil, du musst Menschen nicht hinterherrennen, du kannst Online-Werbung schalten, du kannst Produkte verkaufen, die sich passiv verkaufen, ohne dass du selbst irgendwas machen musst. Bedeutet, du arbeitest am Tag nachweislich nicht mehr als 1 bis 2 maximal, das ist meistens wirklich schon so das Maximum, 3 Stunden und kannst den Rest des Tages dein Leben halt wirklich so genießen, wie du das für dich möchtest. Bedeutet, hat für dich den riesengroßen Vorteil, du kannst dir dieses Business halt wirklich nebenberuflich aufbauen, wie es bei uns im Endeffekt auch alle machen. Bis auf die Selbstständigen, die wir praktisch mit dabei haben, das macht ungefähr 5% aus. Die haben schon ein Unternehmen und die wollen halt einfach diesen Milliardenmarkt E-Commerce nicht verpassen und wollen sich noch ein weiteres Unternehmen aufbauen, was einfach passiv für sie Geld reinspült. So. Das heißt, Vorteil, wie gesagt, du kannst es nebenberuflich aufbauen, du gehst kein Risiko ein, du musst nicht in die Selbstständigkeit reinspringen und kannst es neben deinem normalen Angestelltenverhältnis aufbauen. Aber jetzt ist es wieder ganz, ganz wichtig. Es gibt im E-Commerce, sage ich mal, 3 unterschiedliche Bereiche. Ja, Bereich 1, Amazon FBA, ja, hat einen Vorteil, der ist groß, alles andere sind Nachteile. Was ist der riesengroße Vorteil? Solltest du es wirklich schaffen, ein Produkt zu finden, was sich gut verkauft, dann kannst du das einlagern lassen und dann verkauft sich das so sukzessive Stück für Stück ab. So, das ist cool, weil da musst du nicht mehr allzu viel machen, musst ab und zu Werbeanzeigen auch bei Amazon kontrollieren, aber es ist ganz nice. Aber was ist der Nachteil? Und die Nachteile überwiegen meiner persönlichen Meinung nach die Vorteile extrem. Punkt 1 ist, du musst meistens ungefähr 20.000, 30.000 Euro in die Hand nehmen, um erstmal diese ganzen Produkte einzukaufen in China. Du hast Billigprodukte aus China, du hast eine billige Qualität, du verkaufst Produkte, die 100.000 andere neben dir auch verkaufen und hast halt einfach Millionen, zig Millionen Konkurrenten um dich rum. Bedeutet, ein Konkurrent reicht aus, der etwas besser macht als du und du wirst entweder keinen oder nur noch sehr wenig Umsatz machen. Wenn sich ein Produkt gut verkauft, rate, was passiert, wie die Hyänen im Endeffekt in der Wüste, alle stürzen sich auf die gleiche Beute. Das heißt, du hast automatisch immer unendlich viele Konkurrenten um dich rum.
du kannst dir im Endeffekt ausmalen, wie viel von dem Kuchen dann noch für dich übrig bleibt. So, das heißt, wenn du das riesengroße Pech hast, was wahrscheinlich 98-99% der Online-Unternehmer da draußen haben, kann ich hier links? Genau, was 98-99% der Online-Unternehmer da draußen haben, verkauft sich dein Produkt nicht oder ist in Kürze tot und das sind halt 20.000-30.000 Euro direkt ja, im Arsch auf gut Deutsch. Das heißt, dein ganzer Traum ist kaputt, du musst dir das Kapital wieder ansparen, du musst erstmal 3 Jahre weiter angestellt arbeiten. Ja, ist halt painful und das ist für die meisten die Erfahrung. So, auf der anderen Seite hast du China-Dropshipping. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr allzu viel dazu sagen, weil ich das schon sehr, sehr oft auf meinem Channel auch gemacht habe. China-Dropshipping macht heute keiner mehr tatsächlich, der nur halbwegs, also wirklich brauchst eigentlich nur so ein bisschen Grips, um zu verstehen, dass China-Dropshipping einfach nicht funktioniert. Keiner wartet heute 2 bis 6 Wochen auf sein Produkt. Jeder weiß, wenn ich heute vernünftig irgendwo online ein Produkt bestelle, ist es innerhalb von 2 bis 3 Tagen bei mir. So, und nächster Punkt ist, du willst keine Produkte verkaufen, die, wenn es dein Kunde zu Hause aufmacht im Paket, das im Endeffekt schon nach China riecht, nach Billigqualität, das ganze Material, mit dem das verpackt ist, es kommt mit irgendeiner Luftfracht, irgendwelche chinesischen Zeichen sind auf der Verpackung drauf. Das Produkt ist meistens innerhalb von Kürze tot, weil jeder wieder versucht, nur ein Trendprodukt zu verkaufen. Du kannst dir nachhaltig nichts aufbauen, du kannst dir keine Brand aufbauen, du hast unendlich viele unzufriedene Kunden, unglückliche Kunden, du hast Kundenbeschwerden, du hast Retouren, gesperrte Facebook-Werbekonten. Also ihr seht, der Rattenschwanz ist so unfassbar lang. Ganz egal, was du in deinem Leben machen möchtest, ganz egal, was du dir aufbauen möchtest, sei bitte niemals so dumm, dass du Geld mit China-Dropshipping verbrennst. So. Dann auf der anderen Seite, ja, Moment, hier kann ich scheinbar, kann ich hier weiter? Kann ich nicht, kurz umdrehen. Sekunde, ihr merkt, ich muss ja gerade umdrehen, bin irgendwo reingefahren, wo ich nicht hätte reinfahren dürfen. Auf der anderen Seite habt ihr dann eben das sogenannte Print-on-Demand-Dropshipping. So, das ist halt auch das, was wir machen oder was ich selber mache, wofür ich mich da mal selbst entschieden habe. Und wieso ist das meiner Meinung nach mit Abstand die beste Möglichkeit, die du irgendwo haben kannst oder wie du einfach Geld verdienen kannst? Aus dem Grund, Print-on-Demand-E-Commerce oder Print-on-Demand-Dropshipping ist eben auch wieder eine Art von Dropshipping. Bedeutet, du hast wieder den riesengroßen Vorteil, du musst diese ganzen Produkte eben nicht, richtig blöd zu wenden gerade, du musst diese ganzen Produkte eben nicht irgendwie vorher einkaufen, sondern du kannst sie von deutschen Herstellern herstellen lassen. Ja, bedeutet, du hast im Endeffekt eine Lieferzeit von 2 bis 3 Tagen, bedeutet innerhalb von 2 bis 3 Tagen ist dein Produkt beim Kunden zu Hause, wird original von DHL geliefert, es wird entsprechend deutschen Standards verpackt, es ist die höchste deutsche Qualität und vor allem nicht nur die extrem rasante Produktions- und Liefergeschwindigkeit für deine Kunden, sondern du kannst Produkte personalisieren, du kannst Produkte individualisieren, du hast Produkte, die kein anderer hat und damit kannst du dir vor allem nachhaltig eine Brand aufbauen. Und das Tolle halt auch wieder, das haben aber auch alle E-Commerce-Arten gemeinsam, du kannst es nebenberuflich aufbauen, du hast kein riesengroßes Risiko, was du natürlich brauchst. Und deswegen verabschiede dich bitte von diesem Denken, ja, ich brauche heute kein Kapital, um dir was aufzubauen. Sag ich, okay, dann sage ich, mit welchem Kapital schaltest du Werbeanzeigen für deinen Online-Shop? Mit welchem Kapital bezahlst du deinen Online-Shop? Mit welchem Kapital bezahlst du Apps für deinen Online-Shop? Und vor allem, wie findest du einen Profi, der sich überhaupt Zeit für dich nimmt, der dir seine ganze Erfahrung, wie zum Beispiel bei uns aus 5 Jahren, mittlerweile fast 6 Jahren E-Commerce weitergibt? Die Welt ist kein Wohlfahrtsverein. Ja? Und das ist einfach so. Überleg dir, wenn du das Wissen hast, mit dem du 10, 20, 30, 50, 100.000 Euro im Monat verdienen kannst, würdest du das kostenlos an andere weitergeben? Punkt 1. Würdest du kostenlos deine Zeit hergeben, was das Wertvollste ist, was du in deinem Leben hast? Natürlich nicht. Das weiß heute aber auch jeder. So. Und deswegen, du solltest natürlich immer Kapital auf der Seite haben, wenn du unabhängig werden willst. Und das ist wichtig. Das heißt, zusammengefasst, wir haben uns jetzt 5 Geschäftsmodelle angeschaut. Einmal das Prinzip Closing oder Closer werden, Coach, Amazon FBA, China Dropshipping und Print-on-Demand Dropshipping. Meine Meinung habt ihr gehört, unterm Strich, ich persönlich hätte halt niemals Bock gehabt, auch Closer zu werden. Du kannst es nicht nebenberuflich aufbauen, du musst die ganze Zeit Menschen hinterherrennen. Du hast meistens irgendwelche Anbieter, für die du arbeiten sollst, die keine seriösen Coachings haben. Du musst da die ganze Zeit Vertrieb machen, Einwandbehandlung und so ein Zeug. Hätte mir niemals Spaß gemacht. Ich wollte im Endeffekt die ganze Zeit passiv Geld verdienen. Was wir gerade ausgelassen haben, Thema Coach. Wenn du absoluter Profi bist, seit Jahren, wenn du nachweislich hunderten Menschen geholfen hast, dann go for it. Wenn es deine Leidenschaft ist, wenn es dein Herzblut ist, dann ist es eine geile Sache. Wenn du kein Profi bist, Halbwissen hast,
Menschen nicht wirklich weitergeholfen hast, nachweislich, lass es. Wenn du E-Commerce machst, meine persönliche Einstellung, Amazon FBA, extrem riskant, Wahrscheinlichkeit zu gering, dass du erfolgreich wirst, wenn, dann braucht es auch sehr, sehr lange, bis du überhaupt irgendwann da rauskommst. Wenn du Dropshipping machen wirst, lass bitte, wirklich, bitte, das ist ein großes Bitte an dich, lass die Finger von China Dropshipping. Du willst keine unzufriedenen Kunden haben, du willst selber nicht unglücklich sein, du willst keinen Missverkauf bekommen, du hast keinen Bock, einen Monat auf dein Produkt zu warten. Tu anderen nicht das an, was du selbst nicht willst, das dir angetan wird. Und wie gesagt, meiner Meinung nach, deswegen machen wir das auch. Print-on-Demand-Dropshipping, du baust dir die richtige Brand auf, deutsche Produkte, deutsche Qualität, schnelle Lieferzeit, glückliche Kunden, persönliche Produkte, individualisierte Produkte, also das Beste, was du überhaupt machen kannst. Und vor allem, damit baust du dir nicht nur ein hohes Einkommen, sondern ein langfristiges Einkommen und vor allem ein sicheres Einkommen auf. Das war für mich immer wichtig, als ich damals selber 2017 gestartet bin. Ich wollte Sicherheit im Leben haben und trotzdem viel Geld verdienen. Und vor allem, du kannst dich immer selber fragen, ne? Was verändert sich in deinem Leben? Was verändert sich für dich? Was verändert sich für deine Family? Was verändert sich für deine Kinder, wenn du welche hast? Wenn du im Endeffekt ein fünfstelliges Einkommen hast, aber nur 2 bis 3 Stunden am Tag arbeiten musst, ohne Leuten hinterher zu rennen, deine Werbeanzeigen arbeiten für dich, die verdienen den ganzen Tag, 24 Stunden, egal ob du arbeitest, schläfst oder die Welt bereist, Geld für dich. Und das ist der Moment, wo sich dein Leben halt wirklich um 180 Grad verändert. Und damit du auch siehst, dass ich nicht irgendeinen Bullshit erzähle wie die meisten da draußen, dass ich berechtigt bin, das Ganze zu erzählen, geh jetzt einfach nach diesem Video auf Instagram Bastian Huck, weil ich bin einer der wenigen, der jeden bis jeden zweiten Tag die Live-Ergebnisse seiner Teilnehmer postet, und guck dir das Ganze einfach an. Und wenn du dann noch irgendwelche Fragen hast oder dir das Ganze aufbauen möchtest, schreib mir entweder persönlich auf Instagram Bastian Huck, wie gesagt, oder trag dich hier unterhalb des Videos für ein persönliches Beratungsgespräch mit mir ein. Dann lernen wir uns erstmal kennen, gucken, ob das Ganze auch zwischenmenschlich passt, ob deine persönliche Situation passt, ob deine Ziele passen, und wenn ja, dann machen wir dieses Jahr auch zu deinem Jahr, bauen das Ganze Hand in Hand, Schulter an Schulter für dich auf und geben da Gas. In diesem Sinne, ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Bastian.